Yo, was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Wir sind heute ja mal wieder in Frankfurt. Heute mal mit einem wieder besonderen Video, und zwar ein Integrationstest. Die letzten Videos aus Frankfurt kamen ja so gut bei euch an, Leute. Wir haben in den letzten Monaten über 50.000 Abonnenten gewonnen. Ich habe die 300.000 Marke erreicht, Leute. Erstmal riesen Dankeschön dafür. Euer Support ist wirklich krass. Wir sind auch momentan fast auf 100.000 auf Instagram. Sag mal, wie viel Geld du gemacht hast. Guck mal, der typisch Marokkaner aus Frankfurt will nur wissen, wie viel Geld ich verdient habe. Nein, Leute, aber was zählt, ist die Community. Wir sind sehr gewachsen, 300.000 auf YouTube, fast 100.000 auf Instagram. Wenn ihr mich noch da unterstützen wollt und supporten wollt, mein Instagram ist hier verlinkt in der Bio. Kann ja wie sehen, ich würde mich freuen. Und ja, ich habe mir heute wieder ein paar coole Fragen überlegt. Integrationstest, wenn es euch gefällt, ihr wisst, was zu tun ist. Daumen hoch da lassen, abonnieren nicht vergessen, Glocke aktivieren. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Okay, erstmal hi, du bist der? Elte. Nimrod. Esther. Lana. Martin. Vishan. Mia. Semu. Turea. Adam. Yeah. Aus welchem Land kommst du, Adam? Aus Marokko. Wo bist du geboren, Adam? In Offenbach. Offenbach, okay. Aus welchem Land kommst du? Eritrea. Kenia und Senegal. Du? Deutschland. Ich bin Iraner. Pakistan. Deutschland. Eritrea. Serbien und Bosnien. Serbien, okay. Adam, als was fühlst du dich denn? Als Deutscher oder Marokkaner? Als Deutscher, ich habe deutschen Pass. Ich bin sehr gut integriert in den Schulen, in meiner Umgebung. Das passt ja sehr gut. Fühlst du dich eher als Deutscher oder eher als Eritreer? Alle. Eritreer, Bruder, aber ich habe deutschen Pass. Deutschen Pass, Bruder, ja. Okay, okay. Pass. Du fühlst dich als? Deutsche. Ja. Und du? Ja, du bist Deutsche. Okay. Fühlst du dich eher als Deutscher oder Iraner? Als Iraner. Iraner, warum? Genau. Das ist einfach wegen der Kultur von Eltern und so. Ich bin so aufgewachsen, so. Deswegen sieht man es so. Okay, okay. 50 Cent, komm mal hier, 50 Cent. Wo bist du geboren? In Frankfurt. Fühlst du dich eher als Serbe oder Deutsche? Also ursprünglich natürlich so mehr so, meine Eltern reden Serbisch mit mir, aber ja. Ich bin so, eigentlich fühle ich mich so wie eine Deutsche. Okay. Also weil ich hier geboren bin und so, aber sonst so eigentlich Serbien, ja. Alles klar. Ja, was bedeutet denn für dich Integration? Adam! Dass ich mich gut angepasst habe und Freunde gefunden habe. Hast du viele Freunde? Adam! Viele, viele. Was bedeutet Integration? Boah, wenn man, ist doch, wenn man deutschen Pass hat, so, dann ist man integriert, oder? Ja, 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 oder ja, so, wenn ja, man sich so einlebt und so. Genau, 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 genau. Boah, ich weiß nicht mal, was das heißt. Was bedeutet für dich Integration? Politik. Alles klar! Politik? Ja. Was genau in Politik? SPD, AfD? Diese Wahlkräfte da. Diese Wahlkräfte, okay. Ja. Ich weiß nicht, also dass man halt in dem Land sich so integriert. Nein, also. Ja, was bedeutet Integration, wenn man sich integriert? Was bedeutet für dich Integration? Bruder, dass ich hier lebe, dass ich hier Essen kriege, trinken. Ja. Ich weiß nicht. Was könnte das sein? Integration, nach was klingt das? Ausfragungen oder so? Was? Ausfragungen? Ja, über? Fragen halt. Welche Fragen? Über was? Welches Thema? Generell so vielleicht so über Deutschland oder so oder irgendwelche Fragen, ja. Was genau bedeutet denn, okay, nee, sorry. Ich hab gedacht, ich mach das bald, wunderbar. Ich hab darüber sogar noch geredet. Hast du dich denn integriert? Ja. Yeah. Wie denn? Ich hab Schule gemacht, ich hab mich... Was für ein Abschluss hast du? Gar keinen. Ich schwöre, ich hab keinen Abschluss. Was hast du denn gemacht davor? Schule. Was, welche Richtung? Real. Okay. Und was machst du jetzt momentan? Arbeiten bei meinem Vater im Lager. Ich bekomme nicht mal Geld, das ist traurig. Also einer, der wie du Montclair, Discware und alles mögliche trägt, der muss das auch irgendwie finanzieren können. Was machst du in deiner Freizeit? Von meinem Vater. Ehrlich? Ja, der sagt, ich soll mit den Arbeiten, dann krieg ich Geld. Was verdienst du so im Monat? 2, 3, 4, 5 Scheine. Stabil, okay. Aber nur, wenn diese Laune von meinem Vater gut ist, dann. Und wenn nicht, wie viel kriegst du dann? Dann Darbo krieg ich schon Geld. Ich mein Darbo, kein Geld. Hast du dich integriert? Also hast du gewählt? Nein. Warum? Ich hab keinen Pass. Ah, doch, nein, ich bin nicht 18. Ah, du bist nicht 18? Ey, ja. Der hat das abgeguckt von Nasri letztes Mal. Was hast du gesagt, du bist nicht? 18. Hast du dich in Deutschland integriert? Ja. Ja? Was hast du denn dafür getan? Nichts, was ich dafür getan habe, nichts. Da hast du dich also nicht integriert? Nein. Warum nicht? Weil ich was zu jung bin. Wie alt bist du denn? 15. Ach, 15, tamam. Ab wann fängt denn die Integration an? Wenn man volljährig ist. Also hast du noch da Jahre? Ja. Ja, erzähl mal noch, hast du dich so überhaupt integriert? Ja, ich finde schon, weil ich gehe auch zur Schule. Okay, was hast du noch dafür gemacht? Weil meine Eltern zahlen Steuern zum Beispiel. Steuern, was noch?
ja, sonst nichts. Hast du einen Migrationshintergrund? Ich komme aus Marokko. Weißt du, was Migration heißt? Ja, ob ich Ausländer bin, so irgendwas, gell? Hast du einen Migrationshintergrund? Ein was? Migrationshintergrund. Was heißt es? Ja, wenn du zu Hause, warte, wenn du zu Hause die Wände halt, wenn du die migriert hast. Ey, ich fühle mich gerade echt dumm, ich weiß nicht, was das heißt. Migrationshintergrund, habt ihr zu Hause die Wände gestrichen? Ja. Ja, also, welche Farbe habt ihr? Gelb. Gelb, ja, also habt ihr Migrationshintergrund? Ja. Okay, hast du einen Migrationshintergrund? Was ist das? Migrationshintergrund, wenn du zu Hause deine Wände migriert hast. Hä? Hast du keinen Migrationshintergrund? Was das? Hier zu Hause, deine Wand, habt ihr die migriert? Ich glaube schon. Okay, ja, das machen immer die Eltern, wenn die aus dem Ausland kommen und die Wand migrieren. Dann hast du einen Migrationshintergrund. Ach so. Was ist die Hauptstadt von Deutschland? Wiesbaden, gell? Walla Wiesbaden. Woher weißt du das? Mein Ex wohnt da, Urla. Scheiße. Walla, die wohnt da, die hat mich immer voll gelabert. Krank, dass du das weißt. Und was ist die damalige Hauptstadt? Bonn. Walla, ich hab geraten. Ey, du Bitter, Alter. Was ist die Hauptstadt von Deutschland? Berlin. Warum ruft ihr rein? Ich lasse euch gleich entsorgen von den Kennex hier. Okay. Ich entsorge die. Wie viele Einwohner hat Deutschland? 88 Millionen. Und wegen den Flüchtlingen 82 Millionen. Und ich schwöre. Wie viele davon sind Ausländer von den 80 Millionen? Alle. Wie viele Einwohner hat Deutschland? Oder 200 Millionen, 150 Millionen. Ein bisschen mehr. Aber es sind doch viele Flüchtlinge gekommen und so. Ja, deswegen. Also, aber aktuell Statistik 2018 waren wie viele ungefähr? Oder vielleicht so 130 Millionen, so. Wie viele davon sind Ausländer? Was denkst du ungefähr? Schon gut, 40% so. Wie viele Millionen wären das? Wie viele Einwohner hat Deutschland? Schon so ein paar Millionen, so 50 Millionen. 50 Millionen, wie viele davon sind Ausländer? Ausländer, so 80%. Wie viele Einwohner hat Deutschland? 2 Millionen. Ey, habt ihr das denn vorgesagt? Nein, habt ihr das denn vorgesagt? Das ist schlauer, Junge. Okay, und wie viele davon sind Ausländer? 1 Million. 84 Millionen. Und wie viele davon sind Ausländer? Viele. Cool. Was denkst du, wie viele? Ich weiß nicht so, über die Hälfte, 60% oder so. Wie viele Millionen wären das? Da muss man, ich kann es, ne? Nicht, denkst du, ich bin ja, okay, dann sag man mal. Muss 183 durch 100 mal 60 und dann kommt was raus. Wie viel? Kann ich das jetzt im Kopf. Wie viele Einwohner hat Deutschland? Boah, Alter. An dieser Stelle, Hakim, du Hurensohn. Wie viele Menschen leben in Deutschland? Ich hab echt keine Ahnung. Schätz mal. 100.000? In welchem Bundesland lebst du? In Hessen. Kannst du mir 3 Bundesländer nennen? Mecklenburg-Vorpommern. Warte. Hessen, Rheinland-Pfalz. In welchem Bundesland leben wir? Bundesland Hessen. Kannst du mir 3 Bundesländer nennen außer Hessen? Hessen. Ich bin so dumm. In welchem Kontinent lebst du? Also auf welchem Kontinent? Europa. In welchem Kontinent lebst du? Auf der Welt. Oder nicht? Kontinental, ich habe keine Ahnung. Ja, kontinental? Kontinental. Der wird zur Reifenmarke. Kennst du den Mauerfall? Ja, in Berlin, diese Mauer ist runtergefallen. Wann? In 2000 irgendwas. Warte. Wie ist die Mauer runtergefallen? Ey, Wallah, ich muss pissen. Die Leute haben getrennt wie Hunde, dann haben die das weggemacht. Mauerfall, eine Mauer ist gefallen, damals. Wann? Ja, das ist die Frage, wann ist sie gefallen und wo ist sie gefallen? Ich weiß nicht. Was glaubst du? Eine Mauer, wo könnte sie in Deutschland gefallen sein? Frankfurt. Ja, deswegen sind wir hier. Und wann ist sie gefallen? Früher, wo Adolf Hitler gelebt hat. Welche Zeit war das? 1800 oder so. Hitler, kann das sein? Was für dich typisch deutsch? Hackfleisch. Hackfleisch. Was noch? Nein, diese Würstchen an diesem Stand. Was ist typisch deutsch? Kartoffel. Was noch? Ah, warte mal, du bist Deutschin.
Was ist typisch deutsch? Also bei ihr. Das ist kleine Schlampe. Ey, was machst du? Die Dumme. Warum ist bei ihr das, ne, was du gesagt hast, typisch deutsch? Ich weiß nicht, weil sie es oft macht. Ich rede nicht wieder mit dir, ich schwöre auf meine Mutter. Okay, was für dich typisch deutsch? Diese Kartoffel essen und so. Ja? Eltern, keine Schläge, sowas. Kriegst du Schläge von deinen Eltern? Ja, normal, alle. Mit was? Und manchmal mit Gürtel, so wenn ich Glück habe mit Gürtel, aber sonst Fäuste gibt's auch. Ja, ja, ja. Guck mal, letzte Aufgabe. Kannst du mir bitte das Verb schwimmen konjugieren? Schwimmen? Ja. Ja, ich? Schwimme. Zweite Person Singular? Ist jetzt schon mal gut. Dritte Person Singular. Wir schwimmen. Schwimmen. Jetzt machen wir erste Person Plural, zweite Person Plural, dritte Person Plural. Wie fängst du an? Ist nicht so Vergangenheit oder so. Ja, das ist schon mal stabil. Alle. Also hätten wir jetzt ich. Ich dachte, der macht jetzt, ich schwimmte, aber stabil, ich schwamm. Stabil, stabil. Ja? Ey, der Bitter weiß. Der Bitter weiß, Alter. Oder Schule. Der Bitter weiß. Hier gewonnen, Bruder, hier gewonnen. Integration. Wir schwimmen. Oder wir sind geschwommen. Stabil. Ich schwimme. Und dann zweite Person Singular ist, nach ich kommt? Er schwimmt. Was kommt nach er? Sie schwimmt. Sie schwimmt? Ja, sie hat schon Ahnung, sie hat schon Ahnung. Jetzt kommt erste Person Plural. Die Mehrzahl. Was könnte das heißen? Sie schwimmen. Sie schwimmen. Stark, 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 stark. Was ist der Unterschied zwischen sie schwimmt und sie schwimmen? Die ja? Dritte Vergangenheit ist Mehrzahl. Genau, stark. Was? Alter, was soll das, ey? Ach, die Scheiße. Okay. Wie, aber was? Schwimmen, stark. Und das letzte, dritte Person Plural? Okay, wir fassen zusammen. Erste Person Singular, zweite Person Singular, dritte Person Singular. Erste Person Plural, zweite Person Plural, dritte Person Plural. Was ist der Unterschied zwischen Singular und Plural? Ich weiß nicht. Ich gehe nicht so oft zur Schule, ich weiß nicht. Ich bin, weiter. Ich bin schwimmen. Ich bin schwimmen. Oder ich gebe dir einen Tipp. Das Ende ist falsch. Ich bin Schwimmer. Ich ja, bin Schwimmer. Junge, Alter, das war doch schon einfach. Ich hab's okay. Jetzt, ich hab's. Zweite Person Singular. Okay. Du bist Schwimmer. Einen. Er ist Schwimmer. Bist jetzt der Erste, der irgendwas schafft, Alter. Wir sind Schwimmer. Einen. Ihr seid? Seid? Schwimmer. Und das Letzte, dritte Person Plural? Sie sind... Ganze Familie sind Schwimmer, so, weißt du, das sind Fische, das sind alles... Yo, Freunde, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst doch mal einen Daumen hoch da. Ich würde mich freuen. Abonnieren nicht vergessen, Glocke aktivieren und so weiter. Ihr wisst Bescheid. Und Leute, das war's erstmal mit Frankfurt. Ich werde auf jeden Fall jetzt mal ein paar andere Städte kommen. Schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, wo ihr kommt, in welche Stadt ich kommen soll. Und vielleicht komme ich in deine Stadt. Und nochmal eine wichtige Info an euch, Leute. Und zwar habe ich einen freshen Kanal hier auf YouTube entdeckt. Und zwar heißt die Deutschrap Charts TV. Sie laden wöchentlich die Top Charts in Kurzausschnitten hoch. Ich denke mal, das ist für jedermann etwas, der gerne Musik hört. Vor allem für die Leute, die auf der Suche nach neue Lieder sind und nicht wissen, was sie hören sollen. Ja, der Link ist auf jeden Fall in der Beschreibung. Der erste Link, ihr kommt sofort zur Seite. Abonniert die Jungs, folgt sie, checkt die Lieder ab. Und ja, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mal sagen, wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Peace.